Also nochmal, was steht da? Alles? Einfach jetzt. Dieses, wenn du, genau. Ja, und das kannst du dann in einem Making-of machen. Das ist Kniga Uspecha. So, jetzt mal still. Gut, okay, Quatsch beiseite. Mit dem fangen wir nicht an. Läuft schon? Weil jetzt begrüße ich erstmal unsere Zuschauer, das ist viel wichtiger. Mein Auto war in der Reparatur. Können wir das machen, wenn das Bild dran ist? Ach so, okay. Und wir gucken jetzt erstmal. In die Mitte. Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind. Buchvorstellung mit Helma Rudolph. Ein spontan entstandenes Format, das haben wir quasi gerade kreiert. Du hast so viele Bücher schon übersetzt und so viel gutes Wissen aufsaugen können als Impulse. Die liegen alle hier. Die liegen alle da. Als Impulse mitgebracht dann für unsere Zuschauer. Wir halten das Format kurz und schlank und machen ein Buch pro kleine Sendung. Richtig. Und weil wir ja ein bisschen unterwegs, wir machen ein Buch pro Sendung. Wir machen das jetzt mal nur so zur Information. Weil, willst du ein bisschen posen hier? Nö, das ist einfach nur mal so, damit so der ein oder andere weiß, was auf ihn zukommt. Genau. Also das ist nur so ein Teil davon, was so über die letzten Jahre erstanden ist. Entstanden ist, nachdem ich übrigens darauf gestoßen bin, aufs Master-Key-System. Und das hat für mich eine Lawine losgetreten, die nicht nur darin, sondern in vielen anderen Sachen resultiert ist. Und da unterhalten wir uns jetzt ein bisschen drüber. Jetzt machen wir eine ganz unkonventionelle Geschichte der Buchvorstellung. Ich nehme oder habe mir schon eins genommen. Das zeige ich mal in die Kamera. Ich finde es total sympathisch. Du hast ein Kinderbuch geschrieben. Sveta und die Macht des Meisterschlüssels. Ja. Leg's mal wieder hier rüber. Das ist selbst geschrieben, das ist nicht übersetzt. Warum ein Kinderbuch? Hast du Kinder? Ja, habe ich, aber das Buch ist entstanden, bevor es das Kind gab. Ist einfach daraus heraus entstanden, dass ich das Master Key System übersetzt habe. Natürlich viele Ältere und eben auch Eltern hatten Interesse am Master Key System und haben eben halt gefragt, gibt's auch ein Kinderbuch? Mhm. Und meine damalige Freundin hat angefangen damit und dann haben wir uns getrennt und dann lief das tot, weil ich wollte es eigentlich übernehmen und veröffentlichen. Und dann sagte sie nein und habe ich das akzeptiert und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe wieder eine Entscheidung getroffen. Ich schreibe ein Kapitel pro Tag und das habe ich dann auch getan. Und dann ist das Buch daraus entstanden. Die Geschichte ist, erzähl ein paar Inhalte. Es geht um eine Sveta. Sveta ist ein russischer Name. Ich habe so eine leichte Affinität zum Slawischen und da ist das daraus entstanden. Hat auch noch eine Geschichte und Sveta wird halt, während sie durch das Buch geht sozusagen, von Charles Hanel, Onkel Charles, begleitet und in die sieben hermetischen Prinzipien eingeführt. Und das sind so Geschichten, haben zum Teil auch einen Bezug zu meinen Erlebnissen damals am Babelsberger Schloss, auf der A2, im Liquidrom in Berlin. Und das habe ich quasi so schön bildhaft mit eingebunden. Man soll sich aber nicht täuschen lassen, es ist nicht nur ein Buch für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die noch gar keinen Bezug zu dieser Thematik hatten. Für die liest sich das auch sehr schön einfach. Hast du mir die Frage ja schon vorweggenommen. Ja. Aber gut, wir haben ja gesagt, das ist hier einfach so ist es. Planlos ging der Plan los. Ja. Also das Buch ist nicht nur für Kinder, sondern wenn du eine Altersangabe machen dürftest, würdest du sagen von? Aufgewachten 10. Also wenn die Kinder schon ein bisschen heller sind und schon Interesse haben an dieser Thematik, weil sie auch von den Eltern vielleicht, weil die Eltern vielleicht so sind. Mhm. Ansonsten, ja, vielleicht legt noch zwei, drei Jahre drauf, 12, 13 oder so, ist, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, die heutige Generation und nach oben offen natürlich. Mhm. Also es ist schon ein Buch, wenn man das Master Key System nicht kennt. Es geht um Bewusstsein. Ja. Es geht um Grundprinzipien, wie ja eigentlich unser Menschsein bestmöglich funktionieren kann. Und es geht um Schöpfung. Es geht um Schöpfung und es geht darum, dass du halt oder dass Sveta auf ihrer Reise halt immer mehr bemächtigt wird, dadurch, dass sie diese sieben hermetischen Prinzipien kennenlernt. Hermetik müsste man vielleicht noch erklären. Das sind eben Prinzipien, das ist also nichts Physisches, sondern das sind geistige, mentale Prinzipien, die wir uns erschaffen haben, um so ein bisschen die Schöpfung zu beschreiben, um vielleicht ein bisschen Klarheit zu bekommen in das, was Schöpfung ausmacht. Wir haben Geistigkeit, also dass alles einen geistigen Ursprung hat. Wir haben Schwingung, weil sich alles bewegt. Wir haben Rhythmus, ne, Jahreszeiten, wiederkehrende Sachen. Wir haben Ursache und Wirkung. Ja, die Wirkung ist mit der Ursache verbunden. Wir haben das Geschlecht mit männlich und weiblich und was dazwischen stattfindet.
Wir haben Polarität. Jetzt stellen wir sehr fest oder stark fest, wie stark polarisiert wird in den Bereichen. Und wenn man diese Prinzipien kennt, kann man sie eben nutzen und anwenden, um sich das Leben schöner zu machen. Und das sollte idealerweise schon im Kindesalter oder im Jugendlichenalter anfangen. Macht also Sinn, dass man ruhig mit einem 10-Jährigen und dann eben aufwärts jugendliche Kinder, die man hat, vielleicht sogar gemeinsam durch das Buch arbeitet. Vorlesen und wenn das Kind Fragen hat, ermutigen zu fragen. Und natürlich bedingt das, dass das Elternteil auch so ein bisschen dann die Antworten hat, wäre ganz schön, muss aber nicht unbedingt sein. Aber wenn man das gemeinsam mit dem Kind durcharbeitet, ist eine schöne Sache. Erhältlich überall im Handel. Überall im Handel. Aber auch ganz explizit auf deiner Homepage zu erwerben. Blenden wir ein. Blenden wir ein, verlinken wir, wie auch immer. Ich würde sagen, das reicht von hier aus für Sveta erstmal. Wir haben hoffentlich neugierig gemacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.